Kann ich mal davon ausgehen, dass im Sommer hier die Kinder auf dem Baum rumturnen, um zu planschen? Das Naturschutzkonzept, das hier verfolgt wird, finde ich eigentlich richtig, richtig gut gelungen. Denn es gibt ja genug Raum für Tiere. Es gibt aber auch Raum für erholungssuchende Menschen wie uns. Und ja, hier seht ihr, da seht ihr schon mal das ehemalige Kloster. Und gleich daneben, da sehen wir so, da befindet sich der Bauernhof, ein Bio-Bauernhof. Und was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, hier liegt wirklich nirgends Müll rum. Also wirklich nirgends ist Müll zu finden hier. Ja, aber was, und das muss man eben auch sagen, was hier wirklich toll ist, überall stehen Abfallcontainer rum, gibt es kleine Feuerstellen. Ja, die Person kann man nicht erkennen, so. Und wieder kleine Bänke. Anleger für Schiffe. Es ist schade, dass man es nicht sehen kann, aber irgendwo hier unter dem Gras, da befindet sich ein römischer alter Tempelbezirk. Ich nehme mal an, aus archäologischen Gründen hat man den ja unter dem Boden gelassen, um ihn eben auch für spätere Generationen so zu erhalten. Na eben hier. Schön Wiese für uns Menschen. Moment, vielleicht könnt ihr das ja gar nicht sehen. So. Also hier schöne Wiese für uns Menschen. Hier wieder Schilf. Das ist doch richtig schön gemacht. Hä? Seid ihr nicht auch meiner Meinung, dass das hier ein wunderschönes Fleckchen Erde ist? Pah, und da willst du noch. Pah. Pff, nein, nein, will ich nicht. Gut. Nicht vor. Ja. Weg, da sind viel Mücken. Es scheint sogar den Mücken langsam zu warm zu werden, denn wir wollten uns jetzt gerade unter einer alten Birke ja ein bisschen hinsetzen, ein bisschen die Gegend genießen. Aber die Mücken hatten die gleiche Idee und da sitzen 1000 Mücken unter dem Baum. Und ja, darum müssen wir jetzt ein anderes Plätzchen suchen. Aber es gibt ja genug hier und so werden auch wir ein schönes Plätzchen finden. Und schon wieder so ein schönes Fleckchen, Leute. Ey. Alter. Richtig, richtig cool. Ist ja witzig. Das sieht hier so aus. Also hier ist ja so ein kleiner Trampelpfad. Und das sieht wirklich so aus wie eine kleine Schilfbrücke oder sowas. So spannend. Taugt denn die Brücke? Ja, die Brücke taugt. Ha, super. Cool. Aber es sind schon neugierig. Es ist ja witzig, wie die Ohren von diesem einen Geißli nach vorne gebogen sind so. Also die anderen haben das alle nicht so. Na, 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 na. Seht ihr? Die hängen mehr oder weniger gerade runter. Und bei dem einen da, das sieht ja wirklich zum
zum Schießen aus. Und da drüben der Bock. Kommt mal gucken, was seine Meute so treibt. So, vielleicht, ja, jetzt kann man es gut sehen. Könnt ihr das sehen, wie mächtig da der Bock ist im Vergleich mit den anderen? Oh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, du. Nun haben wir das Kloster doch noch erreicht. Und das ist schon, ja, schönes, schönes altes Gemäuer. Dann haben wir das historische Hotel erreicht. Grüß dich miteinander. Ja. Wir betreten jetzt die historischen Mauern des ehemaligen Klosters auf der St. Peter-Insel. Ja, und hier, boah, guckt euch das an, die schönen alten Sessel. Aber wir gucken uns jetzt das Zimmer von Jean-Jacques Rousseau an. Hier die alte Feuerstelle. Und die Bücher. Ja, das war damals bestimmt Riesenluxus. Ein Waschbecken. Das ist mir das letzte Mal, als ich hier war, gar nicht aufgefallen. Fließendes Wasser gab es da noch nicht, aber... Boah, diese alten Fenster, ey Leute. Und der Ausblick auf den See. So. Ja. Ein alter Schrank. Boah, Leute, guckt das an. Ey. Und hier die Kammer. Mit dem alten Bett. Einem Sofa, ein Tisch. Hier drüben. Ja, Gusche. Und hier lebte Jean-Jacques Rousseau. Ja, ich weiß nie, wie man es ausspricht. Was ist denn das da unten noch? Eine Art Kühlschrank? Hä? Was ist denn das? Ist ja cool. Ja, und die Idioten vom Dienst gibt es natürlich auch, die ihren Mist hier hinkritzeln müssen. Aber hier der Boden, der ist ja richtig cool. Huch, ich habe ja meinen Hut vergessen, na egal. Und hier konnte man, na, könnt ihr es sehen, so ungefähr. Hier konnte man das Gusche, das, na, wie auch immer, anheizen. Und der Kamin. Auch Abzug. Aber hier diese wirklich uralte Feuerstelle, ich gehe mal ein bisschen zurück. Die ist ja wirklich genial. Und das Krasse ist, also wir haben ja heute normalerweise 4 Herdplatten. Aber 3 Herdplatten gab es damals schon. Also hier unten konnte man Feuer machen. Und dann, ja, ich denke, ihr seht's, die Töpfe draufstellen. Die auch noch mit so Vertiefungen, damit der Topf genau reinpasst. Das ist ja cool. Also wenn ihr zufällig mal in der Schweiz seid, ja, das ist ein Besuch wert hier. Ja, es ist angerichtet, fertig gekocht. Hier hat man auch noch verschiedene Teile einer Säule gefunden. Es ist ja spektakulär. Ein Gefäß,
Dann wurden hier offensichtlich auch noch verschiedene Goldmünzen gefunden. Und hier haben wir den Blick auf den damaligen Hof. Und das hier ist das, oh Gott, ich glaube, hier hat früher der Winzer, der Weinbauer drin gewohnt in dem Haus. Ich habe da irgendwas gelesen, aber natürlich mir nicht merken können. Hier ist auch noch irgendeine alte Säule. Hier der alte Wagen, der ist ja auch richtig cool. Dürfte wohl ein Handkarren gewesen sein. Ja, und von hier konnte man das Kloster verteidigen. Mit Sicherheit gab es damals noch mehr von diesen Schießscharten. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen hier, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und vieles ist heute nicht mehr da. Also hier gerade dieser alte Teil hier ist heute nicht mehr existent. Ja, ungefähr so sieht es heute aus. Und hier mal zu Zeiten einer Ruine aus dem 11. Jahrhundert. Cool. Und hier 9., 10. Jahrhundert. Ja, richtig nice. Ja, und hier, keine Ahnung, Sargdeckel und darunter der Rest des Sarges. Das ist vom krass, dass hier solche historischen Denkmäler einfach so rumstehen. Und hier drüben sieht man auch einen Sargdeckel. Das ist richtig spannend hier. Ich versuche auch hier die Tafel noch mal für euch einzufangen. Ja. Ja, cool. 7.30 Uhr, nächste Leerung, morgen früh. Aber hier, ich finde ja diesen Torbogen hier, den Durchgang, richtig cool. Und das eigentlich Geilste daran ist, seht ihr hier oben überall die, oh Gott, Schwalbennester. Das ist richtig cool hier. Leute, das ist genial. Wir haben es uns jetzt hier hinten in den alten Klostergemäuern, kann man die überhaupt sehen, ne? Ja, auf jeden Fall gut gehen lassen. Und das, wie hieß denn das jetzt? Genau, Berner Münchi ist richtig, richtig lecker. Ein Urschweizer Bier. Die älteste Berner Brauerei. Großartig, also war richtig, richtig lecker, das Bierchen. Und jetzt gehen wir zurück zur Schiffslente und dann geht es zurück nach Biel. Ich denke, es wird nicht mehr viel zu erzählen geben, außer dass es hier noch ein kleines Bauernlädeli gibt, wo man lecker Black Angus Fleisch kaufen kann. Aber wir, ja, komm. Ja, ja. Aber es ist zu warm und wir brauchen noch ein Weilchen, bis wir wieder zu Hause sind. Und darum können wir es heute hier nicht kaufen. An dieser Stelle möchte ich euch hier noch einmal die wunderschöne Umgebung zeigen. Ja, Leute, wir sind jetzt einmal um die eigentliche St. Petersinsel oder St. Peterinsel, wie auch immer, herumgelaufen. Und wenn ihr euch richtig erinnert, sind wir vorhin hier hochgelaufen. Das heißt, wir sind jetzt einmal um die eigentliche Insel herum. Süß, die ersten Enten, die geboren wurden. Guckt mal die Kleinen an. Sind die nicht süß? Ja, Leute, das passt ja heute richtig. Wir werden abgeholt vom Schiff mit dem Namen Peterinsel. Ja.
Ja. Das ist doch mal ein stilvoller Abschluss für den heutigen Tag. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder hier am Schiffsanleger angekommen. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen im Hintergrund. Ja, wir hatten einen richtig, richtig schönen Tag jetzt hier auf der St. Petersinsel. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass auch ihr beim Zuschauen ein bisschen Freude erleben konntet. Und ja, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder hier unten einen netten Kommentar, falls ihr was zu schreiben habt oder eine Frage stellen möchtet. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, hier könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und hier drüben, hier zeige ich euch noch zwei andere Videos an. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut gerne rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao zusammen, bis zum nächsten Video.